Und der nächste Redner kommt von den Freiheitlichen, Peter Schmidlechner. Frau Minister, geschätzte Zuhörer, die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik, war bisher kein Erfolgsmodell in der europäischen Politik. Tausende österreichische landwirtschaftliche Betriebe mussten aufgeben. Nun, wir sind gefordert, jetzt einen Richtungswechsel einzuleiten, Kompetenzen zurückzuholen, die Höhe der GAP-Mittel für Österreich sicherzustellen, Erleichterungen für die Bauern umzusetzen und dafür zu sorgen, dass das Geld bei den bäuerlichen Familienbetrieben ankommt. Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Kürzungen in der GAP würden für Österreich bei den Direktzahlungen ein Minus von 28 Millionen Euro pro Jahr bedeuten. Und die Kürzungen in der ländlichen Entwicklung würden weitere 82 Millionen Euro im Jahr ausmachen. Dieser Vorschlag ist schlichtweg inakzeptabel. Die Bauern stehen mit dem Rücken zur Wand, und sollte dieser Vorschlag durchgehen, würde dies den Strukturwandel weiter vorantreiben und anfeuern. Unsere Aufgabe muss sein, die GAP der vergangenen Jahrzehnte, die bestehenden Maßnahmen in der neuen GAP, in der neuen Periode zu verbessern und zu vereinfachen. Die GAP der vergangenen Jahrzehnte haben zu einer stärkeren Marktorientierung geführt. Österreichs Bäuerinnen und Bauern stehen heute im globalen Wettbewerb und sind zudem mit starken Preisschwankungen konfrontiert. Die ständig steigende Komplexität und der gewaltige Bürokratieaufwand und auch die in der öffentlichen Verwaltung muss reduziert werden. Die Bundesregierung wird daher ersucht, alle Mittel auszuschöpfen, um in den Verhandlungen in den Bezug auf die gemeinsame Agrarpolitik nach 2020 gute Ergebnisse für die Bäuerinnen und Bauern zu erzielen. Wir brauchen eine Sicherstellung der Mittel der gemeinsamen Agrarpolitik, Erhaltung einer flächendeckenden, wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft auf Basis unserer Familienbetriebe. Mehr Subsidiarität und weniger Bürokratie. Erhalt der Zwei-Säulen-Struktur der GAP mit den wesentlichen Elementen der Direktzahlungen und der ländlichen Entwicklung. Sicherstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen für den Agrarsektor im Binnenmarkt. Was wir auch brauchen, ist eine rechtzeitige Vorbereitung der Übergangsphase für die reformierte GAP, um die Planungssicherheit für unsere Bäuerinnen und Bauern sicherzustellen. Wir alle sind stolz auf unser Land und unsere tolle Kulturlandschaft. Damit das so bleibt, müssen wir dafür sorgen, dass unsere Bauern und Bäuerinnen von ihrer harten Arbeit auch leben können. So Peter Schmidlechner von der FPÖ